Das Fahrrad mit in den Urlaub nehmen. Millionen Deutsche tun das auch diesen Sommer wieder. Aber hält der Träger auch immer? Welche Erfahrungen haben Sie schon mal mit schlecht gesicherter Ladung gemacht? Wir haben in Dresden die Menschen gefragt. Sind ja relativ fest montiert und deswegen denke ich, ist eigentlich nichts passiert. Wir sind jahrelang mit unserem Sohn zusammen zu dritt in Urlaub gefahren, hatten Dachgepäckträger drauf und hatten da immer unsere Fahrräder dabei und hatten eigentlich nie das Gefühl, dass wir sowohl uns als auch andere damit in Gefahr bringen. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich sage dann immer zu meinem Mann, oh, das wackelt schon sehr, das kommt gleich geflogen, ob wir hier sicher sind. Auf dem Dach ohne Probleme, nicht? Und die Schräge, da war es ein bisschen wackelig hinten auf dem Heck. Und jetzt habe ich den auf den Anhänger Zugvorrichtung. Das ist das Beste, lässt sich runterklappen, man kommt hinten rein und das ist für mich das Beste. Ich habe da noch keine negativen Erfahrungen mitgemacht und ich fühle mich auch nicht unsicher, wenn ich so ein Auto überhole. Ich hatte schon mal ein Erlebnis gehabt, da hat sich was gelöst vom Fahrrad. Da ist so ein Gepäckträger hinten, also so ein Korb hinten abgeflogen. Und der ist so knapp an uns vorbeigesegelt. Von daher kann ich das, ja, das ist kein schönes Gefühl. Ja, das hat er jetzt aber noch sehr positiv formuliert, kein schönes Gefühl. Herzlich willkommen, hier ist die Drehscheibe am Donnerstag. Nicht ohne mein Fahrrad. Für Millionen Deutsche ist das Motto, wenn es in den Sommerurlaub geht. Und wenn man sich mal auf der Autobahn umschaut, also da reisen ja wirklich unzählige Fahrräder auf den Dächern und hinter den Rücklichtern des Vorder- oder Nebenmanns mit. Hoffentlich hält da aber auch immer der Träger, denn ein fliegendes Fahrrad kann auf der Autobahn richtig gefährlich werden. Wir haben deshalb zum Urlaubsstart verschiedene Fahrradträger getestet. Ein Albtraum, ein Fahrrad auf der Autobahn von einem Dachträger gefallen. Der Fahrer dieses Wagens will ausweichen, rast in eine Schutzwand. Er wird in den Unfall verwickelt. Die fatalen Folgen, wenn Fahrräder auf Autos nicht richtig gesichert sind. Mit der Zeitschrift Autobild nehmen wir 8 Trägersysteme unter die Lupe. Wie sicher sind sie? Wir testen auf der Crashanlage der Sachverständigenorganisation DEKRA. Wir simulieren auf der Anlage einen Frontalaufprall mit ca. 30 Stundenkilometer. Wir prüfen auf sogenannten Prüfgestellen. Los geht's mit diesem Heckträger von Bullwing für 209 Euro. Beim Crashtest zeigt er Schwachstellen. Ein Rad rutscht aus der Schiene, eine Halterung für die Fahrradrahmen bricht. Und die Räder schleudern hoch. Wie übrigens bei allen Heckträgern unserer Stichprobe. Unter realen Bedingungen müsste man davon ausgehen, dass Heckscheiben zerstört werden, sodass also Glassplitter sich auch lösen können und auch für die Insassen eine Gefahrenquelle darstellen. Das Wichtigste aber, die Räder werden beim Crashtest am Fahrzeug gehalten. Doch wie sieht's bei Fahrversuchen aus? Mit einem unversehrten Träger werden slalomartige Ausweichmanöver gefahren. Auch hier verrutscht ein Rad. Und dieser Hebel schlägt ins Heck. Das erste K.O.-Kriterium ist hier, dass die Halterung weggebrochen ist. Das ist ein absolutes Sicherheitsrisiko. Das ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann dieses Fahrrad herunterfällt. Nächster Kandidat, dieser Träger von Übler. Für 539 Euro, unser teuerster. Er überzeugt besonders beim Handling und auf der Teststrecke. Beim Crashtest reißen beide Rahmenhalterungen. Die Räder werden aber vom Spannsystem sicher gehalten. Diese Träger von Thule für 459 und von Westfalia für 475 Euro sind günstiger und schlagen sich auf der Teststrecke und beim Crashtest einwandfrei. Und auch einen Billigträger haben wir getestet, von Tooltime für 49 Euro. Auf der Strecke schleudert alles hin und her und kommt schließlich unter die Räder. Die Folge: ein beschädigtes Auto und kaputte Fahrräder. Weiter geht's mit den Dachträgern. Sie sind für ein Rad ausgelegt und schwerer zu beladen. Unser günstigstes Modell, der Poker von Eufarb, für 25 Euro. Er hält das Rad sicher, ebenso wie beim simulierten Unfall. Ein Träger der mittleren Preisklasse ist der Unitec Extreme für 43 Euro. Auf der Teststrecke verliert er eine Plastikabdeckung. So etwas sollte nicht sein. Solche Teile können nachfolgende Verkehrsteilnehmer irritieren.
Unser teuerster Dachträger, der Thule ProRide für 110 Euro. Er ist besonders einfach zu montieren, gut verarbeitet und hält das Rad sicher. Fazit: Unsere Favoriten fürs Heck? Die Träger von Thule, Westfalia und von Übler, vor allem wegen des guten Handlings. Bei den Dachträgern überraschte das günstige Eufarb-Modell mit hoher Funktionalität. Ganz überzeugt hatte man nur der Thule-Träger, mit dem man sicher nicht unter die Räder kommt. Besser nicht. Wieder einmal endet der nächtliche Leichtsinn tödlich. Bei einem illegalen Autorennen in Fulda ist heute Nacht ein 33-jähriger Fahrer gestorben. Mit extrem hoher Geschwindigkeit ist sein Wagen von der Straße abgekommen und dann an eine Haustreppe geknallt. Ein schwerer Unfall und leider kein Einzelfall, gerade in den letzten Monaten. Deshalb macht die Polizei jetzt verstärkt Jagd auf die illegalen Autorennen. Das Fahrrad zerschmettert, der Radfahrer mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus. Der Fahrer dieses BMW war bei einem illegalen Straßenrennen über die rote Ampel gebrettert, hatte den Radfahrer mitgerissen. Tage zuvor hat es in Köln bereits Tote gegeben wegen solcher illegaler Rennen. Dort ist nach einem illegalen Autorennen eine 19-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt worden. Dann gab es einige Wochen vorher einen schweren Unfall auf der Aachener Straße. Dort ist ein Taxi involviert gewesen. Der Fahrgast wurde da nach einem entsprechenden Rennen getötet. Und im Internet prahlen möchte gern Rennfahrer noch mit ihren Wahnsinnstaten. Dieses Video hat eine Gruppe aus dem Rheinland ins Netz gestellt. Sie rasen über die Gegenfahrbahn, bevor sie die Kontrolle verlieren. Dortmunder Phoenixsee, Schaulaufen der Tuning-Szene. Auch hier hat erst vor einigen Wochen ein junger Mann sein Auto zerlegt. Viele sind sauer, weil die gesamte Szene für die Exzesse einer kleinen Gruppe in Haftung genommen wird, die in aberwitzigem Tempo durch die Stadt rast. 100, 150, also die legen schon ordentlich Gas an den Tag, definitiv, ja. Vereinzelt fahren sowieso, fahren hier wirklich Leute wie die Berserker. Da kann ich dann auch die Fahrradfahrer verstehen, die Angst kriegen. Wir erleben auf jeden Fall viel, dass Fahrradfahrer teilweise um ihr Leben bangen, während wir hier auch sitzen und die Leute rasen. Die Dortmunder Polizei geht inzwischen mit verschärften Straßenkontrollen gegen die Szene vor. Hartnäckige Raser aber schreckt das nicht ab. Auch heute Abend beispielsweise, trotz der Kontrollstellen, die wir aufgebaut haben, ist es zum Rennen gekommen in der Innenstadt. Ne? Der eine Fahrer ist unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Also die Maßnahmen sind sinnvoll, zeigen auch entsprechende Wirkung. Und wir hoffen uns von diesem Einsatz auch eine präventive Wirkung an die Szene. Auch die Autos nehmen die Beamten deshalb unter die Lupe. Die meisten hier haben die technische Umrüstung korrekt in ihre Papiere eingetragen. Doch immer wieder ziehen Beamte gefährlich aufgemotzte Fahrzeuge aus dem Verkehr. Hier schleifen die Reifen am Kotflügel. Richtig schlimm sieht es aus, wenn diese Räder an festen Teilen am Blech schleifen und das noch in gerader Ausstellung, wo auch hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Da kann es dann passieren, dass so ein Reifen auch mal platzt und das Auto nicht mehr bewegt werden kann bzw. außer Kontrolle gerät. Die Polizei zeigt Einsatz, doch viele in der Szene glauben, dass gerade die härtesten Raser mit auffälligen Großkontrollen nicht zu überführen sind. Man muss einfach bedenken, alle Leute sind hier irgendwo miteinander im Austausch. Und wenn hier irgendwie mal Polizei ist oder so, dann wissen sowieso alle schon Bescheid. Und dann fahren die Leute auch nicht schnell. Deswegen sieht man das auch nicht. Und meistens ist es dann auch eher, wenn es hier dunkel wird, wenn die Leute eher denken, hier ist keiner mehr oder so, dass sie dann auch mal aufs Gas drücken. Zwei Tote und mehrere Schwerverletzte in wenigen Wochen. Illegale Autorennen sind lebensgefährlich. Doch die Fahrer sind für die Polizei nur schwer zu erwischen. Seit Monaten wird der Mann jetzt schon gesucht wegen eines Raubmords vor einem Supermarkt, bei dem er einen Kunden erschossen haben soll. In Hannover war das. Jetzt hat derselbe Täter offenbar wieder zugeschlagen, diesmal in Franken. Und so wie es aussieht, könnten insgesamt bis zu 50 Überfälle auf sein Konto gehen. Es ist immer dieselbe Masche. Der Mann auf dem Überwachungsvideo in roter Jacke kommt als scheinbarer Kunde in den Supermarkt, um dann von der Kassiererin Geld zu erpressen. Mindestens 17 Mal hat er so schon Supermärkte überfallen, zuletzt im bayerischen Pegnitz. Wieder zur Ladenschlusszeit um etwa 20 Uhr
ist ein unbekannter Räuber der Kassiererin gegenübergetreten, hat unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert und ist dann auch wieder mit seiner Beute zu Fuß in unbekannte Richtung fort. Die Menschen nervös, meinten den Täter gestern Abend in diesem Supermarkt bei Kulmbach gesehen zu haben. Doch eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann ist bundesweit unterwegs, hat Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern überfallen. Inzwischen liegen ja DNA-Ergebnisse von unseren drei Tatorten in Oberfranken vor. Diese sind alle dem gleichen Tatverdächtigen zuzuordnen. Und dieser Tatverdächtige ist auch der Räuber, den die Kollegen im Bereich Hannover sowie in anderen Bundesländern bereits seit längerer Zeit intensiv suchen. Die Polizei prüft, ob sie ihm weitere 26 Überfälle auch in anderen Bundesländern in den letzten gut anderthalb Jahren zuordnen kann. Er ist bewaffnet und zögert nicht zu schießen, wenn ihm jemand in die Quere kommt, so wie Joey Carr. Er wollte helfen, als der Täter im Dezember in Hannover eine Kassiererin bedrohte. Der Täter erschoss ihn und flüchtete. Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 75 groß und kräftig. Er spricht Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Wenn man wirklich den Verdacht hat, es könnte dieser Tatverdächtige sein, dann am besten nicht selber Kontakt aufnehmen, umgehend den Notruf 110 wählen. Das ist sicher, wir müssen davon ausgehen, dass der Räuber von seiner Waffe Gebrauch macht. Ein Serientäter, gefährlich, bewaffnet, seit fast 2 Jahren nicht gefasst. Die Staatsanwaltschaft Celle hat jetzt 5.000 Euro für Hinweise zur Ergreifung des Mannes ausgelobt. Man will es nicht glauben, aber es geschieht immer wieder Gaffer an der Unfallstelle. Sie filmen, sie fotografieren und sie blockieren. Gestern Abend bei einem schweren Autounfall in Bergisch Gladbach, da tat das ein Mann so massiv, dass die Polizei den Gaffer am Ende in Handschellen abgeführt hat. Ein Fahrfehler mit schlimmen Folgen. Es ist spät, es ist dunkel und der Fahrer kennt sich nicht aus. Ein serbischer Autofahrer verlässt die Autobahn bei Bergisch Gladbach und will abbiegen. Er gerät auf die falsche Spur und damit in den Gegenverkehr einer Schnellstraße. Wenig später kracht er in einen entgegenkommenden Passat. Der Fahrzeugführer, der den richtigen Fahrstreifen benutzt hat, ist bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der serbische Fahrzeugführer ist leicht verletzt worden und sein Bahnfahrer überhaupt nicht verletzt worden. Die Feuerwehr muss den Schwerverletzten mit Spezialgerät aus dem Autowrack befreien. Der Mann braucht intensive medizinische Hilfe. Jede Sekunde zählt. Aber da ist ein Gaffer, der die Absperrung ignoriert und die Rettungsarbeiten behindert. Der hat sich so verhalten, dass die Unfallaufnahme gestört wurde. Die Polizei oder die Maßnahmen der Polizei wurden gestört und die Maßnahmen der Feuerwehr wurden durch diesen Gaffer gestört. Offenbar fasziniert vom schrecklichen Geschehen dreht der Gaffer sogar Handyvideos. Der Gaffer ist dann von den eingesetzten Polizeibeamten aufgefordert worden, den Platz zu verlassen und sein Verhalten zu unterlassen. Das ist mehrfach geschehen, dem ist er nicht nachgekommen, sodass wir ihn mit dem Streifenwagen hier vom Ort verbringen mussten. Handschellen bändigen schließlich den Mann, der sich gegen seine Festnahme heftig wehrt. Er wird zur Wache gebracht, sein Handy untersucht. Hier muss er seine Identität preisgeben und bekommt eine Anzeige. Die Rettungskräfte können vor Ort konzentriert weiterarbeiten. Nach der medizinischen Erstversorgung bringen sie den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Zahl klingt unvorstellbar. Waren im Wert von mehr als 2 Milliarden Euro sollen vergangenes Jahr im deutschen Einzelhandel geklaut worden sein. Und vor allem die professionellen Tätergruppen gehen dabei immer abgezockter und strategischer ans Werk. Um Schwachstellen im Sicherheitssystem der Läden aufzudecken, da arbeitet der Handel deshalb gerne mit sogenannten Testdieben zusammen. Teures Parfum steht ganz oben auf ihrer Liste und zwar das ganze Jahr über. Was Polizei und Einzelhandel besondere Sorgen macht, der Boom bei der organisierten Kriminalität. Ladendiebstahl, nicht mehr ein spontaner Einfall, sondern professionell geplant. Ja, das ist ganz eindeutig, dass immer mehr Banden oder gewerbsmäßig agierende Diebe unterwegs sind, insbesondere aus Osteuropa. Und die machen uns ganz viel Sorgen und sorgen auch für einen ganz großen Schaden im Bereich des Handels. Wenn Stefan Wegehoff mit seiner Kollegin Ann-Kathrin Lenke durch die Stadt streift, sind sie nicht zum Shoppen unterwegs. Der Profidetektiv aus Duisburg hat heute einen klaren Auftrag. Wir sind gebucht worden und zwar geht es um Testdiebstahl. Wir sollen die Kassierer überprüfen, ob die solchen Aufgaben gewachsen sind, den professionellen Dieben das Handwerk zu legen, mit, um Inventurdifferenzen zu vermeiden. In diesem Geschenkeartikelgeschäft wird immer wieder gestohlen. Jetzt macht sich Testdieb Stefan Wegehoff ans Werk. Seine Kollegin lenkt die Verkäuferin ab.
Den Dieb beachtet niemand mehr. Ein Artikel nach dem anderen wandert in die Tasche. Ich kann mir alles rausholen. Der Kassenbereich ist hinter dieser Säule, die Glasvitrinen dazwischen. Ich kann mir die Taschen vollpacken. Die Geschäftsführerin gab den Auftrag für diesen Einsatz. Nach nur 2 Minuten verlässt der Testdieb den Laden. Nicht ohne sich nochmal bei den Grußkarten vor der Tür zu bedienen. Tasche ist voll. Ich schätze 50 Euro, 60 Euro. Schmuck ist unten drunter noch. Ich habe diverse Teile hier, so Kettenanhänger, Taschenanhänger und Portemonnaies, 2 Stück. Ich habe sogar die Verkäuferin gefragt, ob wir dieses hier kaufen sollen. Sie hat nicht mal bemerkt, dass ich es nicht ins Regal zurückgelegt habe, sondern direkt in die Tasche. Es ist einfach. Auch hier vorne am Ständer, die sind außerhalb der Sichtweite des Personals. Ich habe hier Geschenkkarten. Ne? Es symbolisiert praktisch, wie einfach es ist in den kleinen Geschäften. Ich bin von Ihrer Chefin beauftragt worden, hier einen Testdiebstahl durchzuführen. Ich war 2 Minuten im Laden. Selbst den Artikel habe ich nicht zurückgelegt. Ja. Darf ich Sie mal fragen, haben Sie das gemerkt jetzt? Nein. Nein. Habe ich nicht gemerkt. Ja, sicher ist das nicht gut, wenn er so weit verloren geht. In einer Nachbesprechung mit der Geschäftsleitung soll der Einsatz im Laden noch aufgearbeitet werden. Im Geschäft sehr einfach, aufgrund der Bauweise. Die Vitrinen stehen zwischen meinem Sichtfeld oder im Sichtfeld zwischen mir und der Kasse. Die Kassiererin ständig abgelenkt durch Telefonate, durch Verkaufsgespräche natürlich. Abgelenkt durch meine Kollegin, die natürlich sehr gut vorne gearbeitet hat, beide Verkäufer beschäftigt hat. Für mich war es ein leichtes Spiel vorne. Auch in diesem Bekleidungsgeschäft sind viele Bereiche schlecht einsehbar. Ein Pulli wandert in die mitgebrachte Tasche. Der Laden ist sehr offen, also schon schwierig für Diebe. Ich habe trotzdem einen Artikel rausbekommen, einen Pullover mit Bügel, der übrigens noch rausguckt. Also es ist auch hier machbar. Die Verkäuferin hat nichts bemerkt. Der Schaden 50 Euro. Dies ist mir sehr schwer gelungen. Ja, aber das haben Sie jetzt nicht gemerkt? Das habe ich nicht gemerkt, weil ich mit der Dame gesprochen hatte und er einmal um die Ecke gegangen ist, weil ich wohl auch mitbekommen habe. Aber das habe ich dann nicht registriert und das war auch sehr unauffällig leise. Die Chefin wusste Bescheid. Entsetzt über den Diebstahl ist sie trotzdem. Wir haben so aufgepasst, damit wir das auch merken und haben es trotzdem nicht mitgekriegt. Wie die Tochter rauskam und sagte, ich glaube, jetzt hat er geklaut. Nächster Einsatz in einem Spielwarengeschäft. Hier wird es schwer für den Profi mit den langen Fingern. Die Verkäuferin weicht dem vermeintlichen Kunden nicht von der Seite. Trotzdem greift Wegerhoff unbemerkt zu. Also es war sehr schwierig, die Verkäuferin war sehr aufmerksam, aber ich habe es trotzdem geschafft. Was? Ich habe leider nur einen Artikel, einen Radiergummi-Doppelpack. Den konnte ich nehmen, als die Verkäuferin sich zum Tornister umgedreht hat. Mehr nicht. Also sehr aufmerksames Personal. Die klebte mir auch gleich an den Fersen. Wir können mal reingehen. Ausgebremst. So schwer hat es Testdieb Stefan Wegerhoff nur selten. Die Verkäuferin hielt ihn für einen ganz normalen Kunden. Sie haben sehr gut aufgepasst. Lediglich ein Teil habe ich geschafft. Wie haben Sie das denn geschafft? In dem Moment? Ja, als Sie oben hochgegriffen haben, ja. Sie waren sehr aufmerksam, also ich muss Sie mal loben. Ja, bitte. Das entsetzt Sie ja schon. Ja, klar. Das ist ja nicht das Einzige, was wir finden. Wir finden ja Kartons, die leer gemacht werden, hinter den Spielen geschmissen und so. Ja. Und wir können nicht überall sein, wir sind zu zweit. Also Sie haben schon im Auge gehabt jetzt? Ja, natürlich. Ja, sehr gut sofort. Wir versuchen, jeden im Auge zu behalten, nur der Laden ist sehr unübersichtlich. Normalerweise müsste da hinten in der Ecke ein Spiegel, dass man auch sehen kann, wenn da jemand ist. Man kann nicht da und da gleichzeitig sein. Aber es wird geklaut. Es wird geklaut. Aber überall. Ja. Wenn man mit, boah, das ist aber ein Ding. Toll. Trotzdem 1 Euro wieder. Ja, gibt's doch gar nicht. Der Einzelhandel will noch mehr in Überwachungstechnik investieren. Das ist ihm pro Jahr 1 Million Euro wert. Und auch dafür zahlt am Ende der Kunde an der Kasse. Immer wieder rollen wir hier einzelne Kriminalfälle auf, also richtige, nicht nur Diebstähle, die einen einfach nicht loslassen, auch nach Jahren nicht. So wie der Fall von Heiderose R. 2007 wird sie tot in ihrer Garage gefunden. Und obwohl zunächst alles nach Selbstmord aussieht, kann Kriminalkommissar Benjamin Genscher aus Ludwigsburg beweisen, dass es Mord war. Die Ermittlungen beschäftigen ihn bis heute, auch 8 Jahre noch nach der Tat. Ein auffälliges Einfamilienhaus bei Ludwigsburg.
eine verschlossene Garage, ein laufender Motor, eine leblose Frau und der Notruf eines verzweifelten Ehemanns. Polizei? Meine Frau sitzt in der Garage im Auto und das ganze Haus stinkt voll Qualm. Wo wohnt ihr? Kirchenfeldstraße 59. 59, alles klar, ich schicke gleich jemand vorbei, gell? Da muss ein Arzt sofort. Ja, der kommt auch gleich mit, gell? Bitte. Ich mache die Garage, Auto, alles auf, das ganze Haus stinkt. Ja, klar, natürlich machen Sie das ruhig aus, ja. Okay. Ein Fall für Kriminalkommissar Benjamin Genscher, der sich von Anfang an eine Frage stellen wird. Hat er es hier mit einem Selbstmord zu tun oder nicht? Es ist der 15. Februar 2007, als die Beamten den Notruf erreicht. Die Kollegen haben dann sofort einen Streifenwagen vom zuständigen Polizeirevier Marbach dorthin geschickt. Parallel wurde der Rettungsdienst verständigt. Beide kamen dann fast zeitgleich dort an und haben dann eben festgestellt, dass die Frau tatsächlich im Auto in der Garage sitzt und bereits tot war. Der Notarzt kann für die Frau nichts mehr tun. Sie ist durch die Abgase des eigenen Autos gestorben. Die Tote ist Heide Rose R., 59. Ihr Mann Peter hat ein Taxiunternehmen. Er arbeitet oft in der Nacht. Es ist kurz vor 4 Uhr morgens, als er seine tote Frau findet. Benjamin Genscher kehrt mit uns noch einmal zurück in die Garage, in der Heide Rose R. tot in ihrem Auto lag. Zunächst sind die Kollegen des Kriminaldauerdienstes, die zuerst vor Ort waren, von einem Suizid ausgegangen, haben dann auch diesbezüglich die Todesfallermittlungen aufgenommen, Befragung des Ehemannes, hier Nachschau in der Wohnung, haben sich den Leichnam angeschaut der Frau. Da hat sich nichts Ungewöhnliches ergeben. Wie in Suizidfällen üblich durchsucht die Polizei das Haus nach einem Abschiedsbrief. Doch die Beamten können nichts finden. Routinemäßig werden auch die Angehörigen befragt. Der Ehemann wurde dann von den Kollegen befragt, nachdem sie angekommen waren, und hat gegenüber den Kollegen angegeben, seine Frau sei in letzter Zeit hin und wieder depressiv gewesen, was möglicherweise Hintergrund für diesen Suizid sein könnte. Die kinderlose Ehe schildert Peter R. dennoch als harmonisch. Auch finanzielle Probleme habe es nicht gegeben. Im Gegenteil. Das Paar lebt wohlhabend in einem schönen großen Haus, in der Garage ein Mercedes und sogar ein Ferrari. Doch ein paar Kleinigkeiten machen Kommissar Genscher und sein Team stutzig. Auffällig war von Beginn an eben die Position auf der Beifahrerseite, mit der man normalerweise, wenn jemand vorhat, sich im Auto umzubringen, eben nicht rechnet, da er ja den Motor starten muss und dann nicht noch auf die Beifahrerseite rüberwechselt. Kommissar Genscher lässt die Leiche in die Gerichtsmedizin bringen. Er und seine Kollegen wollen sicher gehen, dass tatsächlich alles so passiert ist, wie es offensichtlich aussieht. Wir haben dann in der Folge, in den Tagen und Wochen nach diesem Fund der Toten, haben wir sehr viele Zeugen vernommen und befragt. Über 40 Zeugen aus dem näheren Umfeld der Verstorbenen, des Ehemannes, Bekannte, Verwandte, Kontaktpersonen, und haben eigentlich ein bestimmtes Bild gewonnen über die Ehe der beiden und über die Situation. Und es war wohl so, dass sehr angespannt war, dass es sehr häufig zu Streit kam, dass der Ehemann seine Frau auch häufig bedroht hat, dass, wenn sie angedeutet hat, dass sie sich von ihm trennen will, dass er dann auch gedroht hat, einen wie mich verlässt man nicht. Den Beamten kommen Zweifel. War es wirklich Selbstmord oder hat der Ehemann etwas zu verbergen? Genscher will wissen, wo Peter R. in der Nacht genau war, als seine Frau sich umgebracht haben soll. Der Ehemann hat im Rahmen seiner Vernehmungen uns nochmal ausführlich geschildert, was er in der Nacht und an dem Abend vor dem Tod seiner Frau gemacht hat. Er hat uns von mehreren Taxifahrten berichtet und auch von Telefonaten, die er während dieser Taxifahrten aus verschiedenen Orten dann geführt hat, zum Beispiel mit seinem Aushilfsfahrer, der ebenfalls im Dienst war. Genscher und sein Team wollen jetzt ganz genau wissen, was in der Nacht von Heide Roses Tod passiert ist. Bei der Überprüfung der Handydaten des Ehemanns machen sie eine weitere Entdeckung. Ja, wir haben ja festgestellt über die Verbindungsdaten des Mobiltelefons des Ehemanns, dass er im Verlaufe des Abends mehrfach zu Hause eingeloggt war. Man bekommt da in der Regel den Sendemasten mitgeteilt von der Mobilfunkgesellschaft, in welchen das Handy eingeloggt war. Und hier hat man jetzt eben gesehen, dass in diesem Fall der Sendemast in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses war und auch anhand von der Abstrahlrichtung, dass er sich im dortigen Bereich eben befunden haben muss. Peter R. wird festgenommen.
Er hat gelogen, was seine Ehe betraf, und er hat vor allem gelogen, was sein Alibi am Abend des Todes seiner Frau angeht. Dass er sie aber tatsächlich ermordet hat, dafür hat Ermittler Genscher noch keinen handfesten Beweis. Der Beschuldigte leugnet die Tat. Das Wichtigste war dann im Rahmen der Ermittlungen, nachdem wir nun wussten, er war im Verlaufe des Abends und der Nacht mehrmals zu Hause und hat zu Hause auch telefoniert, festzustellen, wann dieses Schlafmittel eingenommen worden sein muss und wann der Motor im Auto gestartet worden sein muss, bis dann letztendlich der Tod eingetreten ist. Also um diese ganzen zeitlichen Abläufe irgendwo objektiv belegbar zu machen, haben wir eine Reihe von Versuchen in Auftrag gegeben und eine Vielzahl von Gutachtern letztendlich für diesen Prozess dann auch beschäftigt. Mit einem Versuch wollen Kriminaltechniker herausfinden, was sich in der Todesnacht in der Garage abgespielt hat. In einem Abgastest messen sie über einen längeren Zeitraum die Kohlenmonoxidkonzentration in der Garage. Sie hoffen so, die Zeitspanne vom Starten des Motors bis zum Tod von Heide Rose R. ermitteln zu können. Und dabei wurde dann eben festgestellt, dass das Auto also mindestens 4 bis 5 Stunden gelaufen sein muss, bis die Frau dann letztendlich daran verstorben ist. Ein entscheidendes Ermittlungsergebnis. Der Notruf des Ehemanns bei der Polizei geht um 3.57 Uhr morgens ein. Polizei? Meine Frau sitzt in der Garage im Auto und das ganze Haus stinkt voll Qualm. Wenn die Frau 4 bis 5 Stunden im Auto gesessen haben muss, bis sie starb, ist sie also zwischen 23 Uhr und Mitternacht in die Garage gebracht worden. Die ausgewerteten Handydaten belegen, dass der Ehemann genau zu dieser Zeit im Haus war. Wir haben im Laufe der Ermittlungen die Tat dann so rekonstruiert, dass der Ehemann seine Frau abends mit einem Schlafmittel betäubt hat, indem er ihr das ins Getränk gemischt hat. Er hat ihr dann noch eine größere Menge von dem Schlafmittel in Wasser aufgelöst, mit einer Spritze in den Mund verabreicht. Sie muss dann innerhalb kürzester Zeit handlungsunfähig gewesen sein und er hat sie dann die Treppe heruntergetragen vom ersten Obergeschoss hier in die Garage. Wir gehen davon aus, dass er sie dann in das geöffnete Cabrio hier von oben hat hineingleiten lassen, ohne die Tür zu öffnen, und hat anschließend dann den Motor gestartet. Genscher und sein Team haben Peter R. überführt. Obwohl er beharrlich schweigt, wird er vom Landgericht Ludwigsburg wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Er sitzt bis heute im Gefängnis. Knackig frisch und völlig unbehandelt vom Feld in den Laden. Auf genau diese Bioware stehen ernährungsbewusste Verbraucher. Entsprechend begehrt ist auch das Gemüse, das Frieda Kienz und ihre Kollegen ernten. Allerdings könnte sich ihre Kundschaft den Biosalat und das Gemüse normalerweise nicht leisten. Frieda Kienzle gärtnert nämlich für Bedürftige und das zusammen mit anderen Langzeitarbeitslosen. Doch dem Vorzeigeprojekt in Südbaden droht offenbar das Aus. Erbsen ernten bei 32 Grad, ein Knochenjob. Doch Frieda Kienzle macht ihn mit Freude. Seit 5 Jahren kämpft sie nach Entlassung und familiären Problemen auf dem Arbeitsmarkt um einen Job, erfolglos. Hier im Tafelgarten von Sexau in Südbaden nimmt sie jetzt einen neuen Anlauf, will ihren Alltag neu gestalten. Denn die Arbeitslosigkeit hat sie in ein tiefes psychisches Loch gerissen. Deswegen war es jetzt auch mein Wunsch, dass ich sowas mache. Einfach rauszukommen und wieder unter den Menschen. Und natürlich auch in der Hoffnung, ich komme wieder besser ins Arbeitsleben rein. Im Tafelgarten arbeitet Frieda Kienzle mit anderen Langzeitarbeitslosen zusammen. Ein Projekt der Beschäftigungsgesellschaft 48 Grad Süd, die von den Kommunen des Landkreises Emmendingen und der Caritas gegründet wurden. Hier werden Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht zurechtkommen, intensiv und individuell betreut, nicht einfach nur beschäftigt. Es ist eine Art Jobheimat. Die Leute, die bei uns arbeiten, haben viele Vermittlungshemmnisse. Aufgrund ihrer langen Arbeitslosigkeit sind sie sehr schwach häufig. Sie haben viele Schulden, sie haben familiäre Probleme, kommen aus dem Suchtbereich, haben oft Entziehungen hinter sich, psychische Probleme eben. Und sie kriegen bei uns eine Stabilität. Sie kriegen wieder eine Wertschätzung, einen Respekt entgegengebracht. Und wir beschäftigen sie und betreuen sie aber auch pädagogisch. Das heißt, wir führen sie im Grunde wieder zurück in eine Stabilität. Eine neue Chance, das ist es, was alle hier wollen. Dafür ackern sie für 1,50 Euro in der Stunde und jeder hier möchte wieder Fuß fassen auf dem Arbeitsmarkt, auf dem sie sich wegen vieler unterschiedlicher Probleme nicht behaupten können.
Ein bunt zusammengewürfelter Haufen, den Projektleiterin Christine Schultes jeden Tag aufs Neue motiviert. Also hier kommen ja immer Leute an, die problembeladen sind. Und für mich ist es wichtig, erstmal Selbstbewusstsein aufzubauen, zu gucken, was denen ihre Stärken sind. Wertschätzung rüberbringen, lachen, tanzen. Also wenn die Stimmung auch mal kippt, dann kickern wir oder wir tanzen auch, wenn die Musik läuft. Frisches Gemüse, biologisch angebaut, aber nicht für den Verkauf, denn der Tafelgarten darf keinen Gewinn machen. Nutznießer ihrer Arbeit sind sozial Schwache in der Region, Bedürftige, die in Tafelläden des Landkreises Emmendingen einkaufen dürfen. Ackern für Bedürftige, das gibt ihrer täglichen Arbeit noch mehr Sinn. Andere Menschen helfen, das war schon immer toll für mich, egal jetzt in welchem Bereich. Und es gibt einfach ein gutes Gefühl. Zweimal in der Woche rollen die Transporter der Emmendinger Tafel. Dann dürfen sich die Kunden der Tafelläden auf Biogemüse freuen. Neben Backwaren vom Vortag gibt es dann erntefrisch Salat, Gemüse oder Kräuter für nur ein paar Cent. Frieda Kinsle und ihre Kollegen kümmern sich schon um die nächste Ernte. Bei aller Freude über den Erfolg, es gibt auch Sorgen. Das Projekt steht auf der Kippe, denn noch ist die Finanzierung des Tafelgartens für 2016 nicht gesichert. Eines der größten Kohlekraftwerke in Europa soll ans Netz. Datteln 4, so heißt diese milliardenschwere Anlage am Rande des Ruhrgebiets. Und die könnte sogar bereits in Betrieb sein, wenn es keine rechtlichen Probleme gäbe. Doch der Betreiberkonzern E.ON hat sich über geltendes Planungsrecht hinweggesetzt. Und deshalb muss jetzt eine nachträgliche Genehmigung her. Der Haken an der Sache? Widerspruch ist erlaubt. Und den gibt's reichlich. Fast könnte es eine Idylle sein. Wogende Weizenfelder, dahinter ein stiller, großer, blauer Block. Das E.ON Steinkohlenkraftwerk Datteln 4, seit 3 Jahren fast fertig, wartet immer noch darauf, die erste Kilowattstunde Strom zu produzieren. Falls die 2012, kurz vor Fertigstellung, gerichtlich aufgehobene Baugenehmigung für das Kraftwerk noch ausgegeben wird. 94 Aktenordner, im Rathaus angeliefert als Palette, sollen das ermöglichen. Für den BUND ist das viel Papier ohne jeden Inhalt. Was wir jetzt vorgelegt bekommen haben im neuen Antrag, sind 94 Aktenordner, die auf vielen Seiten langatmig erklären, warum denn überall Ausnahme auf Ausnahme auf Ausnahme angewandt werden soll, um das Ganze angeblich doch hier bauen zu dürfen. 6 Wochen lang konnten Einwendungen geltend gemacht werden. Ab September wird darüber verhandelt. Dann sind auch Rainer Köster und Norbert Schmitz dabei. Die beiden kämpfen seit Jahren gegen das Werk. Die erste Baugenehmigung hat das Gericht schließlich auch kassiert. Ich denke mal, dass sich das mit Sicherheit noch 3-4 Jahre hinziehen wird, bis sämtliche Gerichtsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Und wie dann das Oberverwaltungsgericht in Münster bzw. das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden werden, das wissen wir alle nicht. Das weiß E.ON nicht, das wissen wir nicht. Ja, dass da möglicherweise eine Zermürbungstaktik der Stadt und von E.ON vorliegt, das ist also, liegt auf der Hand. Allerdings, uns können sie nicht zermürben, wir werden also bis zum Ende auch kämpfen. 1620 Einwendungen gegen das Kraftwerk sind abgegeben worden. Datteln 4 ist überall im Ort präsent. Und auch nach insgesamt 8 Jahren Bauzeit sind die Meinungen geteilt. Was glauben Sie denn, wie das ausgeht? Es wird betrieben. Ich glaube, das geht nicht im Betrieb. Also es wird weiter eine Hängepartie geben. Und ich glaube, dass die große Politik sagt, wir brauchen hier noch ein Kohlekraftwerk. Und vor 3 Jahren hätte, glaube ich, es geklappt. Glauben Sie, dass es jemals betrieben wird? Ich glaube nicht. Dafür steht es schon zu lange. Entzweit der Streit die Stadt, der in Sachen Kraftwerk neutrale Bürgermeister, meint nein. Es gibt da keine Gräben in Datteln, die mit dem Kraftwerk zu tun haben, sondern vielmehr sachlich wird diskutiert, aber mehr auch nicht. Also es ist nicht so wie bei den Fußballvereinen Dortmund und Schalke, dass man nicht miteinander spricht, sondern da hat man überhaupt keine Berührungsängste. Vor 3 Jahren hieß es auch, ohne den speziell getakteten Strom des neuen Kraftwerkes wäre der Bahnverkehr gefährdet, wenn die alten Blöcke abgeschaltet werden. Diese Blöcke werden bereits abgerissen, die Deutsche Bahn fährt trotzdem noch. E.ON selbst wollte zu dem Thema nicht vor die Kamera. Schriftlich hieß es, man gehe davon aus, dass Datteln 4 noch dieses Jahr genehmigt werde. Dann wäre Schluss mit der Stille am Kanal. Warten wir es ab, ob es klappt. Wenn sich Hannelore Busch mit ihrem Freund getroffen hat, dann waren sie nie allein.
3 Stasi-Spitzeln haben sie immer verfolgt und bei ihren Dates beschattet. Denn Hannelore und Manfred, das war kein gewöhnliches Liebespaar und ist es nicht. Und damals in den 80ern besonders. Denn er kam aus dem Westen, sie aus dem Osten. Getroffen haben sie sich immer in Berlin, so oft und gut es ging. Und genau dorthin, an die Orte, wo alles begann, da kehrt Hannelore heute in unserer Expedition zurück. Ich heiße Julia Klass und schicke den Reporter heute auf Expedition Deutschland nach Berlin. Und zwar genau nach Erich-Weinert-Straße 137a. Erich Weinert war ein berühmter DDR-Schriftsteller. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir hier eine interessante Geschichte finden werden. Berlin-Prenzlauer Berg. Die Erich-Weinert-Straße führt durch ein idyllisches Wohnviertel. Uns fällt ein Auto mit für Berlin ungewöhnlichem Nummernschild auf. ROW. Was ist das für ein Kennzeichen? ROW? ROW gehört zu Rothenburg-Wümme, ja. Zum Landkreis Niedersachsen. Ja. Und ja, wir machen hier Urlaub ein paar Tage in Berlin. Wir kommen aus Barchel, ein ganz kleines Kuhdorf in Niedersachsen. Also ich bin Oma Hanni. Ich bin Annika Breden und meine 2 Kinder, Alia und Paul Tamo. Alia ist 5 und Paul ist 2. Die Familie ist mit Oma Hanni hier, um die dramatische Liebesgeschichte ihres Lebens zu hören. Sie spielt natürlich in Berlin. Da würden wir gerne dabei sein. Wollen wir die mal mitnehmen? Okay. Das Fernsehteam? Alia? Ja! Na, dann machen wir das. Okay. Ja, 14 Uhr wieder hier sein. Was aussieht wie eine Sightseeing-Tour, ist eine Reise in Oma Hannis Vergangenheit. Sie schwelgt in Erinnerungen. Hier konnte man schön bummeln gehen. Schöne Gaststätten, wo man sich hinsetzen konnte. Das hat uns schon gefallen. Hier gab es auch einen guten Exquisitladen, wo man gute Schuhe kaufen konnte. Waren zwar sehr teuer, aber das hat man sich dann doch ein-, zweimal im Jahr gegönnt. Hier im Osten Berlins traf sich Oma Hanni zu Beginn der 80er Jahre zum Rendezvous mit Opa Manfred. Auf die romantische Erinnerungstour kann Opa leider nicht mit. Denn einer muss ja zu Hause den Garten pflegen. Er bekommt dafür ein Foto aus Berlin. Tochter Annika und Enkelin Alia machen sich einen Spaß mit den Souvenirs aus DDR-Zeiten. Haben Sie denn gute oder schlechte Erinnerungen an die DDR? Mittelmäßig, möchte ich mal sagen. Gute, weil ich eigentlich auch einen sehr guten Freundeskreis hatte. Ich hatte sehr gute Freundin, ich war im Karnevalsclub, das war auch eine gute Gemeinschaft. Und ich kann immer nur wiederholen, ich hatte auch ein gutes Arbeitsverhältnis. Glauben Sie denn, die Freunde waren alle gut oder gab es auch Enttäuschungen? Das ist natürlich die Frage, ob sie auch mit der Bespitzelung was zu tun haben, das weiß ich nicht. Meinen Sie denn, Sie sind bespitzelt worden? Das glaube ich schon. Allerdings erst von dem Zeitpunkt aus, nachdem ich den Antrag zur Ausreise gestellte, weil ich nur wusste, das ist was Ernstes, das wird was. Das wird was, damit ist Opa Manfred gemeint. Denn Hannis große Liebe war der Klassenfeind. Opa Manfred kam aus dem Westen, aus Bremervörde. Dass Hanni und Manfred sich überhaupt trafen, ein Zufall wie aus dem Liebesroman. Am 11.11.79 fährt der damals 38-jährige Manfred zu einer Karnevalsfeier in die DDR nach Dessau und trifft dort die gleichaltrige Hannelore, genannt Hanni. Man hat zusammen getanzt, wie man, wenn man jung ist, in Anführungsstrichen, sich halt so kennenlernt. Da wird ein bisschen erzählt und ich meine, er war gut gekleidet. Ich dachte, na, wo kommt er dann her? Ne? Und das hat eins das andere ergeben. So, dann ist er irgendwann wieder nach Hause gefahren und dann hat er mich von da an täglich angerufen. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und dann haben wir uns nachher, ich müsste jetzt auch lügen, aber 6-7 Wochen später, dann immer im Abstand von 4 Wochen hier in Berlin getroffen. Deshalb verbindet Berlin auch so ein bisschen. Er konnte dann von West-Berlin rüberkommen mit einem Tagesaufenthalt, anders ging das nicht. Musste 24 Uhr dann wieder rüber. Ich in mein Hotelzimmer und früh um 8 konnte er wiederkommen. Dann haben wir noch den Sonntag gemeinsam verbracht. Er wieder nach Hause, ich wieder nach Dessau zurück. Und so ging das einige Zeit. Und da hatte ich schon, das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, aber in meiner Akte habe ich dann später auch gelesen, dass immer 3 Leute aus Dessau mitfuhren. 3 Leute von der Stasi im Schlepptau. Romantik unter Beobachtung. Hanni möchte endlich in den Westen.
da ich ja nun schon relativ alt war, ja, dann werden wir uns auch für einen Kinderwunsch entscheiden. Das war dann auch so. Dann wurde ich schwanger. Und vor der Schwangerschaft allerdings habe ich noch meinen Antrag zur Ausreise gestellt. Ja, der wurde dann mehrmals abgelehnt. Eine Nervenprobe für Hanni. Doch die Verkäuferin findet Rückhalt bei ihren Kollegen im Schreibwarenladen, bei Freunden und Familie. Doch auf Manfred muss sie verzichten. Der durfte dann nicht mehr kommen, hat also seine Tochter das erste Mal gesehen, als sie 8 Monate alt war, als wir ausreisen durften. Fernsehturm und Weltzeituhr. Auch das Hotel, in dem sie den Opa traf, zeigt Oma Hanni ihrer Tochter und den Enkeln. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Für die Jungen eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Man kann es sich nicht richtig vorstellen, aber ich finde es schon sehr erschreckend und bekomme eine Gänsehaut. Mhm. Hätten Sie das auch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Für Oma Hanni war der Weg in den Westen zu Manfred die wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Und die beste, sagt sie. Ja, bei der Liebesgeschichte glaubt man ihr das sofort. Morgen sind wir natürlich auch wieder unterwegs, dann in Oberbayern. Meine ewigen Jagdgründe liegen in Deutschland. Das hat er hier, Pierre Brice, einmal gesagt. Nachdem der weltberühmte Winnetou-Darsteller am 6. Juni in Paris gestorben ist, findet auch in gut einer Stunde dann in München die Trauerfeier statt. 86 Jahre ist der Schauspieler geworden und die Erinnerung an seine größte Rolle und seinen Winnetou wird wohl für immer bleiben. Und dass der Indianerhäuptling weiterlebt, das kann man auch diesen Sommer wieder live miterleben bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. So wie unser Reporter Hermann Berndt, der sich als Bleichgesicht unter die norddeutschen Apachen gemischt hat. Wer von uns hat er nicht mal davon geträumt, wie Winnetou oder Old Shatterhand zu sein? Dabei ist der Wilde Westen gar nicht so weit weg. In meinem Fall ist es Bad Segeberg. Immer am späten Nachmittag beginnen die Proben in Bad Segeberg. Kampftraining hier, ein bisschen Sonnencreme dort. Dann geht es los. Tänzer werden immer gesucht, da könnte ich mal mitmachen, heißt es. Hier ist Jean-Marc Lemont, der Tanztrainer, Choreograf, richtig? Ja, genau. Also, ich habe jetzt gehört, wir tanzen, kann ich so mitmachen? Das wird vielleicht ein bisschen schwer mit den Schuhen. Warum? Weil du siehst ja den Boden, da braucht man schon vernünftige Schuhe, um da bewegen zu können. Wenn du jetzt mitmachst, würde ich vorschlagen, vielleicht probierst du einfach barfuß. Also ausziehen? Ausziehen, okay, am okay. Besten. Und jetzt so zum Warmmachen, was soll ich tun? Naja, so ein bisschen dehnen, so die Arme ein bisschen über den Kopf dehnen. Dehnen, okay. Ja, ein bisschen so die Schulter so rollen nach hinten. Okay. Ja, und so nach vorne und dann so ein bisschen die Hüfte auslockern. Hüfte? Ja, und vor allem wichtig ist, dass die Knie ein bisschen entspannt und gebeugt ist. Ein bisschen entspannt, den Knie. Beug mal so hier den. Genau so. Weil diese Bewegung brauchen wir sehr viel. Den Tanz soll ich mir vorher noch mal anschauen. Ein Indianertanz im Tal des Todes. Das sieht schwierig aus. Und nach wenigen Minuten muss ich dann selbst dran. Oh, das wird schwer. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und 1, 2, 3 und 4. Locker in den Hüften, dazu Rhythmuswechsel. Und das alles vor den anderen Komparsen, die einfach weitermachen wollen. 6, 7 und 8. Mach mal einmal mit mir. Heb den linken. Dreh nach außen. 1, 2, 3, absetzen. Genau. Okay. Das war's. Oh ja. Probieren wir nochmal. Wow, das ist echt anstrengend. So schnell. Danach wird es ernst, die Probe mit Musik und allen anderen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dreh. 1, 2, 3. Okay. Das habe ich vergessen. Ja. Also, ich weiß nicht, was ich sage. Also, du merkst, es ist nicht so einfach, gell? Nein, es ist auch mit dem Boden schwierig. Ich weiß nicht, ob das was mit dir wird heute. Ja? Heute vielleicht nicht. Nicht, aber in einem Jahr? Ja. Na, was sagt ihr? Ja, komm. Also, komm. Jawohl. Ja. Das ist der Mitleidsbeifall. Ja. Gut, danke. Ja. Okay. Und während Winnetou noch einmal ganz alleine den großen Einzug probt, haben die anderen Komparsen und ich Pause bis zur nächsten Szene.
ich mache hier mit, weil meine Mutti mich dazu gezwungen hat. Nein, sie hat gesagt, ich soll hier hinkommen und mal ausprobieren. Und das, da habe ich es einfach gemacht und im Casting war schon total gut, war allen nett. Und dann haben sie mich genommen und jetzt bin ich hier. Ich kann es jedem empfehlen, sowas zu machen. Und es ist halt was Aufregendes, weil wir können hinter die Kulissen gucken, wir können sehen, was andere Leute nicht sehen und wie viel Aufwand dahinter steckt. Das ist schon ein Erlebnis. Auch im Tal des Todes muss Winnetou die Bösen besiegen und sich heftig prügeln. Das Ganze endet in einer Massenszene und da müssen auch wieder Komparsen ran. Kurze Einweisung vom Stunttrainer. Ich mach den Schwinger. Kopf runterziehen. Sie machen den Kopf runterziehen. Ja, okay. Und dann, ja, das ist okay. Aber so am besten. Ja. Dagegen hauen. Okay, dann machen wir noch Kopf runter. Kopf runter. Oh. Ja. Der Kampf um den Saloon wird kurz und heftig. Gut. Improvisieren soll ich. Na denn? Das Finale ist dann vergleichsweise einfach. Einzug in die Arena mit allen anderen. Für alle, auch für Winnetou-Darsteller Jan Sosniok, ist das Spielen Open Air eine Herausforderung. Konditionsaufbau ist schon in jedem Fall erforderlich. Das wäre schon die erste Medizin, die ich verteilen würde. Für alle, die hier mehr zu tun haben, als nur zu stehen und zu sprechen. Also ist für mich auch anstrengend. Ja, ich meine, wir stehen am Anfang, ja, wir proben die Kämpfe natürlich. Da merke ich schon auch, dass die Pumpe ordentlich geht, wenn man danach noch Text hat. Aber kriegt man gut hin. So, die Schuhe kann ich jetzt wieder anziehen. Eins nehme ich von dem Tag hier heute mit im Bad Segeberg. Echt Respekt vor denen, die hier mitmachen. Bis zu 2 Vorstellungen am Tag, das 3 Monate lang. Da braucht man Power, braucht man Kondition. Da muss ich noch viel üben. Ja, und genau diese noch etwas ausbaufähige Power und Kondition, die hat eine Entenmutter in Hamburg. Anders ist es gar nicht möglich, auf einem Hochhausdach die Küken auszubrüten. Sie hat es geschafft. Und natürlich wollten die Küken auch mal die Umgebung des exklusiven Nistplatzes erkunden. Ein Fall für Hamburgs prominentesten Entenflüsterer Olaf Nies. Ein Dach im Innenhof mitten in der Stadt hat sich Mutter Ente ausgesucht, um ihre 10 Küken zur Welt zu bringen. Aber wie kommt man vom Hochhausdach wieder runter? Die Kleinen können ja noch nicht fliegen. Angestellte einer Firma hatten die missliche Situation der Entenfamilie beobachtet und menschliche Hilfe geordert, um sie vom Dach zu holen. Immer mehr Enten suchen sich in Hamburg solch ein Dach als Brutplatz. Niemand kann darauf kommen, es gibt keine Störungen durch Hunde, durch Menschen oder irgendwelche Feinde. Und das kriegen die Tiere hier in der Innenstadt relativ schnell raus. Und deswegen haben wir eben häufig diese Einsätze, dass die Tiere an diesen in Anführungszeichen unmöglichen Stellen brüten. Jeden Tag bis zu 3-mal muss er momentan Enten retten. Woher sollen die aber wissen, dass man ihnen nur helfen will? Mama und Geschwister gefangen, 4 entkommen. Aber wohin? Vom Dach springen? Nee. Oder doch? Kein anderer Ausweg, also springen. Todesmutig, 7 Meter in die Tiefe. Und die kleinen Flauschbälle haben sich dabei nicht mal den Flügel gebrochen. Ja, das ist von der Natur aus so vorgesehen. Normalerweise brüten Enten ja in deutlicher Höhe, um eben Schutz vor Feinden zu haben. In den ersten 4 bis 5 Tagen ungefähr können die Küken also ohne weitere Stürze aus dem 5., 6. Stock überleben, ohne überhaupt nur irgendeine körperliche Blessur davon zu tragen. Gleich kommen sie ins Grüne, denn wirklich gefährlich würde es werden, wenn Familie Ente durch den Verkehr der Innenstadt ans Wasser watscheln müsste. Noch ein Bild für die Lokalzeitung. Was für ein Start ins junge Entenleben. Absolut. Schönes Abenteuer zum Start. Und mehr Drehscheibe mit vielen Themen gibt's morgen Mittag wieder. Und mehr Nachrichten rund um die Uhr und ständig aktuell auf heute.de. Schönen Nachmittag Ihnen. Ciao.